Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Nicht zurück, es ist kein Zurück mehr. Es ist ein Anfang-Let's Play. Ich hab nichts verpasst. Also alles gut. Nein, damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lego 2K Drive. Ich glaube, eins der Rennspiele, wo ich dieses Jahr mit am heißesten drauf war, weil, naja, es ist ein Lego-Rennspiel. Lego kriegt man, also Lego ist zwar für Kinder eigentlich gedacht, aber Lego kriegst du halt nicht aus dem Mann raus. Ich liebe Lego, was soll man machen? Preispolitik von Lego. Darüber lässt sich diskutieren, natürlich unter anderem, aber nichtsdestotrotz, ne, die Lego Racer Teile damals, einfach Kindheit, ne? Ich denke mal, wie von mir, auch von vielen von euch, und das ist ja an sich hier keine Fortsetzung gewissermaßen, sondern 2K und Lego haben sich dran gesetzt und so, lass mal einen Arcade Racer, Arcade Open World, World Racer mit Lego machen, und man muss sagen, damals bei Forza Horizon hat das auch als DLC schon gut funktioniert, und das sogar als gesamtes Spiel mit, ich kann meine Fahrzeuge selber bauen und. Ich muss sagen, das klingt schon wirklich sehr, sehr verlockend und sehr, sehr nice. Und ja, mit der großen Special Edition oder wie auch immer sie nochmal heißt, ich kann es euch gerade nicht sagen, kann man das Spiel ab jetzt schon zocken. Sonst ist Freitag der ganz normale Release der normalen Basisversion des Spiels. Und ich muss sagen, oh, ich bin heiß. Wirklich, ich habe so Bock drauf. Es ist insane. Ich hatte selten mal wieder ein Rennspiel, wo ich wirklich so Motivation zu hatte. Und ja, ich kümmere mich mal kurz um die Grafik-Settings. Und da würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Nicht so viele Worte, ne? Wir wollen ja lieber hier zocken und bauen. Ihr wisst, wie ich meine. So, wir gehen rein. Es gibt 4 Spielmodi gewissermaßen. Einmal die Story, die wir uns hier natürlich jetzt wunderbar gleich mal reingönnen werden. Die Pokalserie, die normalen Rennen und noch Minispiele. Und ja, ihr seht auch unten, Splitscreen. Ja, auch eine alte, eine Sache aus der Vergangenheit, die hier in diesem Spiel wieder, ja, seinen Weg zurückgefunden hat, was ich sehr, sehr cool finde. Und vor allem natürlich auch am PC, ne? Meistens war ja die Konsolen nur der Splitscreen, aber nein, ihr seht auch hier, am PC gibt's Splitscreen. Das ist ziemlich nice, aber egal. Wir wollen in die Story reingehen. Rein da, ab geht's. Ich hab sehr Bock. Live von einem riesigen Funkturm über Satelliten im All sendet das Achtung-Nachrichtennetz. Hallo Bricklandia, ich bin Vicky Wheeler. Und ich Parker K. Heute reden wir über... Dein Bautalent. Du bist richtig schnell. Du kannst gut bauen. Und zertrümmern. Und du willst... Das hier, den Sky-Pokal. Ach je, er ist ja oben im Himmel. Macht nichts, es gibt auch ein Rennen im Himmel. Den Sky-Cup Grand Prix. Alle Teilnehmer sorgen für ihr eigenes Transportmittel zum Sky-Stadion. Aber um dir den Sky-Pokal zu holen, musst du ein paar echt krasse Fahrer besiegen. So wie die krassen Typen hier. Hey, die rammen sich absichtlich. Ja, einfach krass. Einfach frech. Und dein Hauptkonkurrent ist der bisher Ungeschlagene. Obwohl er sicher betrügt, niemals beim Mogeln ertappte. Amtierende und unsympathische Champion. Shadow Z. Ganz recht, Shadow Z. Au, ich werde dich sowas von fertig machen. Du bist ein namenloser Niemand, der mir auf einmal völlig unbegründet Ärger macht. Okay, Z, mach mal Platz. Ja, Clutch Racington. Ehemaliger Rennstar, jetzt charismatischer Trainer für neue Renntalente. Was gut für dich und auch gut für die Story ist. Das gibt eine Einführung. Nein, nein, nein. Na, vielleicht doch. Aber keine langweilige, glaub ich. Jedenfalls hast du ohnehin keine Wahl. Also los! Können wir mal bitte darüber reden, wie geil dieser Story-Anfang ist? So, ich bin ein Bösewicht, ich habe plötzlich Probleme mit dir, ich weiß auch nicht warum. Und ich bin der charismatische Typ hier, einfach nur für die Story. Ich finde es sehr gut, dass ihr hier den Victor direkt so alles auf die Schippe nehmt, was irgendwelche Storylines so angeht. So, also das Neue anstatt. Ich finde schon gut, also der Lego-Humor ist schon mal mit am Start. Okay, es geht rein mit unserem kleinen roten Flitzer, den wir haben. Als ob Clutch Racing hat einfach seine eigene Rennstrecke, möchte ich betonen. Wir haben Nitro, okay. Kann ich dich noch lauter machen, Kollege? Du redest mir leiser als der Rest. Das ist ein bisschen doof gerade abgemischt hier. Warte mal. Ich hab's gleich. Da. Die können ruhig, der kann ruhig gerne so laut reden wie der Rest. Ich wäre da jetzt nicht abgeneigt von. So. Dafür
Dafür musst du aber eine Menge. Oh, okay, wir wechseln schon mal direkt unseren Untersatz. Ein wunderbares Feature von Lego 2 Grand Drive, dass man Fahrzeuge für verschiedene Untergründe hat. Das ist ziemlich nice. Es gibt Boote, es gibt Offroad und es gibt normale Straßenfahrzeuge. Und das Konzept finde ich allein schon sehr gut, weil es das Konzept von The Crew 2 ist, aber auch mehr als nur zweimal im gesamten Game benutzt. Und das hat den großen Vorteil. Willkommen auf dem Turbofeld, das beste Rennsportzentrum der Welt. Hier gibt es alles. Eine erstklassige Crew, die alles über den Rennsport weiß. Snacks von der weltberühmten Ziellinie. Und die Radkappenkuppe, perfekt für richtig weite Sprünge. Wir haben sogar eine Werkstatt, wo du dir einen fahrbaren Untersatz bauen kannst. Und mein persönlicher Favorit, der Klatschturm, das Herzstück des Ganzen. Vergiss mich nicht, ich bin Stud, deine super tolle Unterstützungsdrohne. Stud ist mir jetzt schon sympathischer als Ender, muss ich sagen. Aber nee, was ich gerade sagen wollte, die Fahrzeuge wechseln hier nach Untergrund. Das hat die Crew 2 ja auch, aber wie gesagt, dreimal innerhalb des gesamten Spiels genutzt, leider Gottes. Obwohl es so ein cooles Feature ist und ich finde es ganz cool, dass Lego das macht. Weil, ich meine, hier bietet es sich nochmal an. Ich bin sehr gespannt, ob wir dann wirklich für jeden Untergrund unser eigenes Auto bauen müssen, weil das wäre ziemlich nice. So, wir haben Stud. Stud wird dich rumführen und deine Systeme überwachen. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass Stud meine Systeme überwacht. Das ist ein bisschen privat. Ich möchte nicht, dass Stud meinen Dienst überwacht. Stud hängt. Stud hat einen Hänger. Ich möchte nicht, dass... Nee. Oh, Stud ist wohl ein bisschen staubig. Ich mache ihn nach diesem Intro sauber. Das klingt dahin, gut. Lass mal sehen, wie du aussiehst. Das ist ein Front. Unnötig, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob das nötig ist. So, wir dürfen uns jetzt einen Charakter auswählen. Soweit ich es verstanden habe, gibt es keinen Editor als gewissermaßen, dass du hier deinen Charakter wirklich Teil für Teil einstellen kannst, was ich ein cooles Feature gefunden hätte. Aber dafür kann man bei den Fahrzeugen sich genug austoben, also alles fein. Das war unsere Hauptfigur, die wir jetzt gerade haben, Indy Cider. Dann gibt es Max Musterstein und Miriam Musterstein. Eine wunderbare Familie, muss man einfach sagen. Dann haben wir den Wagenmutti, den Scorpion-Stuntfahrer. Ich glaube, das ist bisschen Boni von dieser größeren Special Edition. Wheelie Stuntfahrer. Und hier vorne haben wir noch Benny Boost und den Autopiloten. Die sind von Lego City, genau. Und das sind die vier, die wir auswählen können. Ich würde da einfach in dem Fall einfach mal bei Indy Cider bleiben. Bin ich ehrlich, ich finde Indy Cider schon. Da sehe ich mich einfach. Wenn du mal dein Aussehen verändern willst, öffne das Rennpaket im Optionsmenü. Alles klar, Stud. Okay, Renntalent. Zeit für deine erste Fahrstunde. Komm zu mir und ich zeige dir, wie man driftet. Ich würde interessieren, wie was Stud steht, weil Stud ist ja eine Abkürzung. Die orange Markierung, fahr dorthin, um Klatsch zu treffen. Okay. Wir sollen da hinfahren, um die Kupplung zu treffen. Ach, sorry, ich halte mein Maul. Oh, aber eine nette Beschleunigung, der Kollege. Entschuldigung, Leute, ich will hier wirklich nicht so viel kaputt machen. Obwohl, sind wir ehrlich, ich will eindeutig hier alles kaputt machen. Ja, guten Tag. Entschuldigung, ich müsste da mal durch. Da steht ein Baum im Weg. Hoppala. Ja. Oh, hier steht auch noch was im Weg. Ja. Oh. Guck mal, da war ein McLaren. Also, Betonung darauf war. Ich kann wirklich alles kaputt machen. Hier fahren Zivilisten rum, die bringen ihre Kinder zur Arbeit oder sowas. Während deren fahre ich in ihrem fahrbaren Untersatz im Arsch. Ey, ich darf nicht so viel Zerstörung haben. Leute, ihr dürft mir nicht die Möglichkeiten geben. Gott. Das sind irgendwelche Quest-Leute, glaube ich, die ich jetzt gerade überfahre. Ich weiß nicht, ob ich die halt überfahren soll. Egal, das wird schon gleich, Entschuldigung, ich bin da mal durch. Ich muss hier rüber. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz ausprobieren, was so möglich ist. Naja, gut. So, oh, Alter. Junge, jetzt habe ich ja gerade so in die Wand geklatscht. Es tut mir wirklich leid, Bro. Er ist, glaube ich, auch immer noch am Aufregen. Nee, er ist jetzt einfach weg. Okay, cool, tschüss. So. Hey, Champ. Driften zu lernen ist viel cooler als Längsparken zu üben. Komm, ich zeig es dir. Und trotzdem wird es dir in der Fahrschule nicht beigebracht. Klatsch, Racing hat so recht. Und trotzdem wird es in der Fahrschule nicht beigebracht. So, halte beim Fahren und Lenken LT zum Driften gedrückt. Okay, also einfach während des Lenkens Fahrens bremsen noch. Okay. So, dann schauen wir mal. Ah, okay. Oh, das steuert sich aber angenehm. Das lässt sich sehr gut kontrollieren. Okay. Ja, okay, ich weiß, ich verstehe, wie es funktioniert, okay. Ja, einfach die Bremse gedrückt haben, dann kann man schön mit dem linken Stick schön ein bisschen mitlenken, das ist ganz nice. Muss man noch ein bisschen reinkommen, deswegen kräftig die Pylonen noch nicht, aber das ist grundsätzlich der erste Handling-Eindruck. Ich hätte nicht Chapeau. Besser driften können. Oh ja, aber jetzt werden die auch die Pylonen getroffen. Ja, plus 7 Geldscheine, also
Nee, Geldstats eigentlich. Also Geldscheine, Geldsteins. Lego-Witze, immer right. Jetzt kannst du herumdriften und alles erkunden. Wenn du bereit bist, triff mich im Klappsturm und wir starten ein Rennen. Ich habe mir meinen Boost eigentlich auf, ja, ne? Ja, ich habe meinen Boost schneller auf? Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, ich lade meinen Boost ein bisschen damit auf. Okay. Triff ich mit Klatsch am Fuße des Klatschturms. Mann, der Mann ist auch wirklich selbstverliebt. Ne? Willkommen auf meiner Racing-Rennstrecke und ich habe einen Klatschturm. Ja, ja. Und einen ganz schön komischen Feld. Kann ich das Haus auch kaputt fahren? Oh, schade. Moin, Leute. Oh, sorry. Erstmal, Dankeschön. Eieiei. Oh, Junge, du kannst mit den Leuten aber auch Bowling spielen. Also nicht, dass man das machen sollte, aber. Ich werde damit viel zu viel Spaß haben, Leute zu überfahren. Ich meine, natürlich nicht, versteht sich. Das macht man ja natürlich nicht. Oh Gott, Alter. Okay, das Handling gefällt mir schon mal ganz gut. Okay, das ist unser Boot. Das habe ich jetzt gerade außerdem rausgefunden, weil ich ins Wasser gefahren bin. Hoppla, Entschuldigung, Klatsch. Ich nehme ihm, glaube ich, im Intro ein bisschen was vorweg. Der Mann hat sich für sein Intro wirklich Gedanken gemacht. Und ich fahre ihm da einfach quer rein. Wie sind wir mit McLaren? Genau hier. Muss ich hier rein? Ah, da. So, ein Klatsch, ich hab's gleich. Der Wendekreis ist ohne Drift ein bisschen eng. Nicht mal eng. Sehen, ob du weit genug bist, eine lebende Legende wie mich zu besiegen und das Racington-Team zu vertreten. Ja, da hat jemand auf jeden Fall sehr viel von sich selbst gedacht. Den McLaren fahren. Oh, war nett. Ich werde etwas fahren, das nicht ganz so erstklassig ist. Meint er jetzt mein Auto oder meint er seinen Dragster? Oh, bei weitem nicht. Oh, okay, gut, ich dachte schon. Das wäre jetzt schon frech gewesen. Okay, wir haben den McLaren, wie heißt der nochmal? Wie heißt der Kollege nochmal? Artuga? Ich habe keine Ahnung, wie das Ding nochmal heißt, dieser Special McLaren. Von dem, den Namen kann ich mir wirklich nicht merken, sonst bin ich bei McLaren eigentlich ganz gut drin, aber bei dem bin ich vollkommen raus. So. Preise für Platz 1. Da sehen wir die Preise, die es gibt. Es gibt eine Zielflagge. Also es gibt verschiedene Währungen. Und ein Autorennpaket. Okay, ja. Ja, rein da. Es gab auch verschiedene Klassen, habt ihr gerade gesehen, rechts Klasse C, B und A. Also es gibt anscheinend verschiedene Geschwindigkeitsklassen. ANN präsentiert stolz die Live-Übertragung des heutigen Rennens. Ich bin Vicky Wheeler. Und ich Parker K. Bricklandias Top-Rennkommentatoren. Heute liegen alle Augen auf Klatsch Racingtons neuem Rennass. Ganz genau, Vicky. Klatsch glaubt, seine Neuentdeckung schafft es bis in den Sky Cup Grand Prix. ANN berichtet weiter über diese spannende Geschichte. Und wenn Sie bereit für das Rennen sind, sind wir es auch. Perfekt. Gut, einer von den beiden war gerade ein bisschen egoistisch. Habt ihr gerade selbst gemerkt, ne? So, dann wollen wir noch. Gibt es hier einen versteckten Start? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher. So, dann wollen wir mal gucken, was so geht. Was machen die Dinger? Oh, okay, das sind auf jeden Fall Power-Ups. Okay, okay, okay. Die wurden mir noch nicht erklärt. Die werden wir jetzt einfach während rausfinden. Ich bin jetzt auf jeden Fall geghostet. Heißt, Leute können mich, glaube ich, nicht treffen, was ganz praktisch ist. Hier kommt ein Sprung. Ah, okay, ich muss. Mit Y kann ich noch höher springen. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, das ist selbst hier eine Rakete. Jupp, ja, wunderbar. Da hat auf jeden Fall richtig schön getroffen. Piston Pete haben wir einmal abgeräumt. Was haben wir für Namen? Klatsch Racing, Vincent von Krach, Heidi Heizer, Kurbens. Das sind alles super Namen, Digga. Einmal schöne Spinne aufgeheimt, so mustert. Ich weiß nicht, was das macht. Wir müssen erstmal rankommen. Oh, ein bisschen driften hier. Okay, das macht auf jeden Fall eine Menge. Ich muss mal dran denken, dass ich auch springen kann. Das vergesse ich die ganze Zeit während des Fahrens. Aber es fährt sich, also erster Handling-Eindruck. Chapeau, das fährt sich wirklich gut. Also ich bin doch echt sehr beeindruckt. Das fährt sich wirklich sehr angenehm. Also wirklich. Oh Junge, das mit den Power-Ups macht aber Böcke, muss ich sagen. So, schön mit dem Boot hier und jetzt aufholen. Schön ein bisschen driften. Das geht mit dem Boot nämlich auch Wunderbärchen hier. Top, top, top. Hier kommt ein Sprung. Power up und Klatsch Racing kriegt erstmal eine Klatsch. Ey, ich hab Klatsch Racing meine Rakete abgewehrt. Das ist frech, Klatsch Racing. So funktioniert das System nicht. Also nicht funktioniert das System so, ich weiß es noch nicht. Ich muss erstmal Klatsch Racing hier holen. Aber wir haben, glaube ich, erstmal überholt. Jetzt müssen wir nur vorne bleiben.
Die Waffe werden wir uns schön behalten. Dass wenn jemand meins überholen, dann kriegt er mal einen schönen Schuss in den Nacken. Dann klatscht es mal richtig, sag ich. Aber kein Beifall. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt einfach hoffen, dass wir vorne bleiben. Aber ich glaube, das dürfte wohl der Fall sein. Ja, das werden wir holen. Klatsch-Racing wird hier einfach mal geklatscht. Ja, für den Witz habe ich jetzt gerade 10 Sekunden gebraucht. Das war eine Meisterleistung. Alles hier raus. Alles mein Kopf. Gott, wie ich mich freue. Wie kein anderer. Du hast eine Flagge gewonnen. Okay. Ich denke mal, ich soll mich drüber freuen. Ich vermute, ich freue mich drüber. Ich vermute, ich soll mich über die Flagge freuen. Und Cecils Wagen war gewonnen. Minus 2 Geschwindigkeit, plus 2 was auch immer, minus 1 Handling und plus 2 Gesundheit. Und er ist sehr leicht. Und wir haben Clash Racing besiegt. Okay. Was haben wir jetzt noch? Heidi Heizer, Vincent von Krach, Need Night to Nancy, Piston Pete, Frieda Fahrdoch. Da finde ich gut. Und Kurvenkai. Na ja, gut, aber das lief ja gut. Ja, Naturtalent, was willst du machen? Ich habe eine Flagge bekommen. Und 53 Geldsteine. Ich sag das immer wieder. Du bist definitiv bereit für das Racington Team Champion. Und das Beste daran, du hast dir eine Zielflagge verdient. Ich vermute weiterhin, dass das positiv ist. Ich kann es euch noch nicht sagen. Wenn du genügend von diesen Schätzchen gewinnst, kannst du in den Grand Prix Arenen antreten. Es gibt 3 Grand Prix Arenen in Bricklandia. Und wenn du überall gewinnst, rate mal, was dann? Dann bin ich der Champion. Oh, du bekommst ein Auto aus Gold, ein Leben lang gratis Batterien. Oh, Unsinn, nein. Du darfst beim Sky Cup Grand Prix mitfahren. Der wichtigsten aller Meisterschaften. Wenn du die gewinnst, bist du der größte Rennstar in ganz Bricklandia. Genau, weil das Spiel hat eine Open World, aber es gibt verschiedene Teamgebiete, die nicht miteinander connected sind. Die gehen dann per Schnellreise, werden die erreicht. Also die sind nicht alle miteinander verbunden. Und da sind, haben wir anscheinend verschiedene Meisterschaften. Bevor okay. du weiter Zielflaggen gewinnen kannst, musst du noch ein paar Dinge erledigen. Start wird dir alles darüber erzählen. Okay, Start, dann talken wir. Sehen wir uns mal deine Weltkarte an. Okay, das ist irgendwie das Turbofeld. Das bist du. Danke, das habe ich gut erklärt. So weit ist, dass mir das erklärt werden muss. Auf deiner Reise durch die Welt entdeckst du Aktivitäten, die dein Können auf die Probe stellen. Vielleicht hast du schon eine gesehen. Nein. Hier stehen 2 neue Aktivitäten. Ach, doch, anscheinend schon. Doch, habe ich. Die sind jeweils durch einen gelben Kreis markiert. Es kann schwierig sein, den Weg nur mit der Karte zu finden. Setzen wir einen Wegpunkt. Geh auf eine der markierten Weltherausforderungen und setze dann einen Wegpunkt. Okay, wir haben Flair-Vergnügen und wir haben Zertrümmertour. Und ich muss sagen, Zertrümmertour, da sehe ich mich. Auf geht's. Da sehe ich mich. Die Weltkarte und folge dem Wegpunkt zur Zertrümmertour. Okay, und oben seht ihr die Zielflaggen in der Mitte und die verschiedenen Teamgebiete, die wir abschließen müssen, um dann eben den Sky Cup zu gewinnen, liebe Leute. Das ist natürlich unser Ziel. So, schließt die Aktivitäten ab. Dann fahren wir mal zur Zertrümmertour rüber. Das Schöne ist, auf dem Weg zur Zertrümmertour mache ich eine Zertrümmertour. Ja, damit haben die Zivilisten hier nicht gerechnet, ne? Oh. Der 5 bedeutet, dass du eine neue Aktivität entdeckt hast. Schau auf deine Karte nach Symbolen. Okay, danke schön. Ja, da gibt es auch mal Bonus für. Zwischendurch-Events. Du hast ein Zwischendurch-Event gefunden. Lerne die Regeln. Pressiere Storm zu Beginn. Okay, das ist einfach wie so Blitzerzonen und so aus anderen Rennspielen bekannt. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Aber, ja. Das sind Bomben. Okay, schön. Ich habe keine Ahnung, wo mir Bomben liegen, aber... Hier sind auch Pilze gigantisch groß. Also ich frage einfach nicht. Es wird schon alles seinen Weg runter haben. Sind wir ehrlich. So. Regeln. Fahr durch die Pilze, zertrümmern, stell deine Energie und deinen Boost wieder her. Ah, X plus RS, Schnellwende, beeil dich. Okay, wir sollen Pilze kaputt machen. Ich will ganz kurz die Schnellwende üben, warte mal. Ah, ist einfach eine Handbremse, okay, alles klar. Ich fahr mal so, das klingt für mich ganz vernünftig. Und jetzt A. Gut. Ja, wir sollen Pilze zerstören. Da würde ich mal sagen, zerstören wir mal ein paar Pilze. Okay, Champ, Zeit zum Zertrümmern. Versuch mit der Schnellwende von Pilz zu Pilz zu schwenken. Oh ja, ist gar nicht mal so leicht. Das Quad ist nämlich ganz schön flott, muss man sagen. Er hat eine ganz schöne fiese Beschleunigung. Ich habe überhaupt nichts drauf. Ah! Das liegt jetzt kaputt, um Boost-Treibstoff zu erhalten. Ja, ja. Brauche ich nicht. Ich bin, wie gesagt, das Quad beschleunigt mir schon schnell genug. Ich bin schon überfordert überhaupt hier. Ah! Gut gelenkt. Wo sind die anderen Pilze? Da ist noch einer. Wow, das war schnell. Schnell vorbei, meinst du, ne? Ja. Sachen zertrümmern macht nicht nur Spaß. Es repariert auch dein Fahrzeug und füllt deine Boost-Anzeige.
Und nein, liebe Kinder, mit dem Auto eures Vaters in den Hausmann reinballern, repariert euer Auto auf gar keinen Fall. Da bin ich mir recht sicher, dass das dann eher umgekehrt ist. Ich möchte da keinen reingrätschen, aber ich möchte kurz darauf hinweisen, dass der Lego-Mann da Quatsch erzählt hat. So funktioniert Zerstörung nicht. Aber, was sag ich schon? So, jetzt haben wir noch das Flair-Vergnügen abschließen. Das hier drüben. Kann man da mal rüber. Ich will mal gucken, was diese Rampe hier macht. Die sieht auf jeden Fall sehr einladend aus, vor allem, weil es das heißt, da hängen nämlich... Man muss sagen, das Geld liegt einfach auf der Straße. Man muss es nur mitnehmen. Du hast Brick Bucks gefunden. Geh zu Ankis Autoteile, kauf dir tolle Sachen, verwende die tollen Sachen im Spiel. Ja, das... Ich finde den letzten Schritt gut, so. Kauf Sachen. Ja, und nutze dann halt auch noch vielleicht. Aber du kannst Sachen kaufen. Collect them all. So, einmal durch da. Dankeschön. Einmal hier Boot. Weil freue mich immer, unser eigenes Auto oder eigene Fahrzeuge bauen. Ne? Das wird sehr unterhaltsam. Auf das Feature freue ich mich schon sehr. Vor allem bin ich mal sehr gespannt... Sorry, Digga. Wie umfangreich das ist, also wie weit das Spiel einem alles dazu lässt. Oh, so viel begrüßen macht müde. Ich mache eine Pause. Flair-Vergnügen. Fahr in die blaue Zone. Boost, um schnell zu fahren. Mach einen Schnellwind, um dich sofort zu drehen. Sammle rechtzeitig alle Flares. Okay, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was ich hier machen soll, aber ich werde einfach starten und dann werden wir das schon herausfinden gemeinsam. Bühne ist im Halter A. Okay, ja. Hol dir schnell meine Flares. Ich habe hier schließlich einen Laden zu führen. Ist da oben? Wie komme ich nach hoch? Ah, den blauen Bereich muss ich... Ah, so, ich soll in die blauen Bereiche fahren. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Sorry, hat ein bisschen gedauert. Ich bin nicht die Schnellste manchmal. Wir sollen in die blauen Kreise reinfahren. Das war falsche Route. Shit. Alles gut, wir sind gleich da. Jetzt habe ich verstanden, was er von mir möchte, der arme Mann. Hi, moin. So. Gibt's gar nicht. Nee, hast du recht. Schneller. Na, stimmt, das Mojo auch. Ne, hast du recht. Da hast du recht. So einmal kurz. Aber die Wechsel zwischen den verschiedenen Fahrzeugen, das funktioniert schon sehr geil on the fly, muss man wirklich sagen. Also, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Also erster Eindruck vom Handling und vom Spielerischen schon sehr positiv, muss ich wirklich sagen. Hoppala. Also, fährt sich wirklich sehr angenehm. Und das Fett muss ich wirklich. Henning ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Henning ist wirklich sehr, sehr gut. Also, und vor allem dieser Swap zwischen den verschiedenen Fahrzeugklassen. Wow, kann man nicht anders sagen. Du hast cooles Flair gefunden. Besuche jederzeit Ankis Autoteile und hol dir mit Breakbugs weitere Flares. Und cooles Zeug. Also, Flares sind Fahrzeugteile? Gut, oder? Flair, sagen sie. So, 7 Bugs haben wir wieder bekommen. 14. Dinger zum Level upen, was auch immer noch das bringt, weiß ich auch noch nicht. Alles klar, so. Champion. Du bist bereit für mehr. Wenn du soweit bist, komm zu mir in die Werkstatt. Bauen wir unser eigenes Auto jetzt? Dürfen wir unser erstes eigenes Auto bauen? Das wäre natürlich sick as fuck. So, fahren wir einmal hier schön lang und dann geht's hier einmal links. Hoppala, und here we go. Da ist doch die Werkstatt schon. Guten Tag. Hallöchen, Ankis, Impitori, muss ich mit dir reden? Ja, ne? Das ist klar. Willkommen ja. In der Werkstatt. Wenn du dir ein Fahrzeug bauen willst, sprich mit Sunny Monkey und geh rein. Sunny Monkey, diese Werkstätten dienen auch als Schnellreisestation und transportieren dich quer durch Bricklandia. Okay, schon mal gut zu wissen. Du bist hier beim Turbofeld immer willkommen und kannst jederzeit zurückkehren. Wenn du dich auf den Weg zum Sky Cup Grand Prix machen willst, mach eine Schnellreise zu den Sandsteinweiten und beginne dein Abenteuer. Okay, das war so ein bisschen die Tutorial-Welt. Also, Talent, bist du bereit für die Schnellreise zu den Sandsteinweiten? Ja, mach mal. Start zeigt dir, wie du schnell zu den Sandsteinweiten reist. Ich dachte, ich baue mein eigenes Auto jetzt, aber na gut. Okay, das dauert nicht lang. Genau wie deine Reise. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Dann reisen wir mal. Vom Turbofeld. Von Werkstätten aus kannst du Schnellreisen an andere Orte machen. Wobei man ja sagen muss, wir hatten in dieser Map ja gerade noch einige Charaktere mit Ausrufezeichen über dem Kopf. Also eigentlich mein 100%, ich möchte alles completen, inneres Monk-Gedönse, ich, wisst ihr, wie ich meine, hat ein gerechtes Problem, dass das Spiel mich jetzt schon wegschicken möchte, obwohl ich noch eindeutig weiß, dass ich hier noch nicht finito bin. Aber, na gut, gehen wir erstmal das Intro mit Wasington weiter durch. Alles gut. So, die zweite Welt, Sandsteinwelten. Ein ganz neuer Ort für Erkundungstouren, Rennen und neue Aktivitäten. Und vor allem ein gutes Stückchen größer als das Introgebiet. Heilige Mutter, okay, ich dachte, das wäre so die normale, aber da ist schon ein bisschen mehr Straße. Für die Schnellreise brauchen wir eine Werkstatt.
Ich zeig dir die erste, aber die anderen musst du selber finden. Oh, okay, die muss man entdecken, okay. Deine erste Werkstatt in den Sandsteinweiten. Okay, also gibt's wohl pro Map da mehrere, gut zu wissen. Dann gehe jetzt deinen Cursor auf die neue Werkstatt in den Sandsteinweiten und starte die Schnellreise. Ja, dann würde ich mal sagen, see ya, einmal zu den Sandsteinen, zu Big Butte. Was, Big Butt? Ja, die Sandsteinweiten, das ist ungefähr dasselbe, wie was da oben steht. Egal. Du hast es zu den Sandsteinweiten geschafft. Am liebsten würde man für immer hier bleiben. Was? Aber lass dich von der beschaulichen Landschaft ja nicht täuschen. Hier werden überall Rennen gefahren. An den gewaltigen Steinmonumenten vorbei. Die herrlich schillernden Flüsse entlang. Und auch in der Stadt tritt man gegeneinander an. Hey Champ! Ich weiß, dass du das Zeug dazu hast, den Sky Cup Grand Prix zu erreichen, den Sky-Pokal zu gewinnen und zum größten Rennstar in Bricklandia zu werden. Jetzt zeig es auch allen anderen, indem du Rennen fährst, Zielflaggen gewinnst und in den Grand Brick-Arenen antrittst. Dein erstes Rennen ist das Staubteufelrennen. Der Name klingt gefährlich und das ist es auch. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Nebenbei wollte ich erwähnen, wie scheiße groß Kakteen und Pflanzen in dieser Welt sind. Ich möchte nur kurz die Proportionen hier erklären, aber alles gut. Cursor über das Staubteufelrennen und platziere einen Wegpunkt. Aber ich sehe, die haben verschiedene, sagen wir mal, Schwierigkeitsgrade oder Leistungsklassen. Nee, nicht Leistungsklassen. Ah, oben haben wir das. Oben ist C. Ist dann nicht Leistungsklassen. Das ist dann Schwierigkeitsgrade oder Progress? Ich weiß nicht, anscheinend fährt man die Rennen, aber kann man die mehrfach fahren. Jetzt kannst du dein erstes Rennen leicht finden und ich habe geholfen. Drücke Weltkarte, um die Weltkarte zu schließen und folge dem Wegpunkt zum Staubteufelrennen. Start und ich sind immer da, wenn du uns brauchst. Jetzt geh und werde der Champion, der du schon bist. Neuer Rivale, Chip Hauser. Okay. Ich würde sagen, das machen wir noch. Das erste Rennen fahren wir noch. Geht's? Wir fahren das erste Rennen, fahren wir jetzt noch? Und in der nächsten Folge wird, ihr seht, da sind überall Leute mit außen mit Sprechblasen im Kopf. Hier wird man richtig viel noch nebenher zu tun haben. Und nächste Folge will ich auf jeden Fall mal in die Werkstatt fahren, weil, wie gesagt, eines der Main-Features des Spiels ist ja Autos bauen. Oder Fahrzeuge bauen, Boote bauen, Quads bauen, Autos bauen, ihr wisst, wie ich meine. Da müssen wir auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Ich bin Chip Hauser. Meine Mami sagt, nach dem Essen darf ich gegen dich fahren. Okay, Chip Hauser. Ich find gut, dass man hier noch Hierarchien hat. Die Eltern haben zu sagen, wann ihr Rennen fahren will. Erstmal isst ihr dein Essen auf und dann kannst du immer noch rausgehen mit den anderen Jungs Rennen fahren, ne? Aber erstmal wird der Teller, sonst gibt's auch schlechtes Wetter, wisst ihr, wie ich meine. Nee, aber nächste Folge werden wir auf jeden Fall die Werkstatt gehen und mal gucken, dass. Also ich hoffe, das Spiel lässt mich schon, als wir noch gar nicht dürfen. Aber da werde ich auf jeden Fall versuchen, dass wir uns ein Auto bauen. Und wir haben Preise. Es gibt wieder ein Rennpaket. Guck mal hier, so ein Flugauto-Zeug. Also ein Auto mit Propeller und ein Plus. Ja, okay, gut. Wir gehen mal rein. Komm. Was soll passieren? Das Devil One Staubteufelrennen. Achte auf Tornados. Ach ja, okay. Das steht hier hinter mir, falls sich das interessiert. Ziemlich was los hier beim Staubteufelrennen. Ganz genau, Parker. Die Schweinezucht arbeitet vollen Gestank voraus. Es gibt verschiedene Tornado-Warnungen und obwohl auch noch ein Rennen angesagt ist, ist Chip Hausers Flugschule geöffnet. Vicky, ich konnte vor dem Rennen mit Chip Hauser sprechen. Ich konnte ihn zwar kaum verstehen, weil er den Mund voll hatte und ständig gekaut hat, aber eins ist klar, er ist siegeshungrig. Muss ja sagen, bisher fühle ich die Präsentation schon. Ich mag, das ist der Lego-Vibe von was man sonst vor den Lego-Spielen ja sonst immer gewohnt war, muss man sagen, kommt auch hier im Lego 2K Drive ganz rüber. Obwohl ja, wie gesagt, hier eben nicht die TTT-Games-Leute dranhängen, sondern ein anderer Entwickler hinterhängt. Und muss man sagen, nichtsdestotrotz... Junge, was passiert hier? Kommt der Humor sehr, sehr gut rüber. Also da hat man auf jeden Fall darauf geachtet, dass Lego ein bisschen... nicht über alles lustig macht und pipapo. Das passt schon, muss ich wirklich sagen. Das hier fällt mir schon ganz gut. Weil wir ja gesagt haben, wenn ich im Rennen fertig bin, im Essen fertig bin, dann darf ich auch Rennen fahren kommen. Und dann sagen die ja nur so, wir haben vorhin ein Interview geführt, waren das nur am Essen. Machst du nix. Machst du nix. So. Ein bisschen hier reinkommen. Boah. Ah, okay, wenn ich ghoste, kann ich auch die Objekte durchfahren. Das ist schon mal gut zu wissen. Die halten mich auch nicht an. Also auf, so.
Alter, ist ein Chaos hier. Mal kurz gucken, dass ich ihn da treffe. Okay, was ich damit mache. Junge, jetzt wie eine Gatling-Gun. Kann das sein, Junge? Ich hau dir mal richtig eine hinter die Ohren. Junge, Junge, Chip Hauser kriegt so richtig die Fresse von mir poliert. Den nehme ich richtig auseinander, den Jungen. Aber richtig hart. Ich hab Spinnen dabei. Komm, Chip, fahr vorbei, dann kriegst du Spinnen ins Gesicht. Spinne! Ah, nee, keine Spinne, Spinnen weben. Naja, aber da ist sicher auch eine Spinne bei. Einfach für die Arachnophoben in euch. Einfach mal ein bisschen triggern. Oh, Junge, da schießt aber jemand auch mit hier. Das ist ein Schutzschild. Bei vielen Sachen muss ich gerade so rausfinden, was sie machen. Du bist dran. Gehen wir nach hinten umgucken. Hier, das ist springen. Gehst du auch nach hinten? Ich muss gerne mal ausprobieren, ob die Sachen. Weil die hat jetzt gerade nach hinten geschossen. Kann ich wirklich nach hinten Sachen abfeuern? Das wäre natürlich sick. Oh ja, kann ich. Oh, okay, das geht wie bei Mario Kart auch nach hinten. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, das ist dann nicht. Okay, nach hinten ist dann nicht gezielt. Okay. Das ist ähnlich wie bei Mario Kart. Du kannst auch die Power-Ups nach hinten schießen. Aber die meisten, die halt dann theoretisch nach vorne, theoretisch Auto-Aim haben, verlieren das nach hinten. Aber das ist ganz cool trotzdem. Und trotzdem was getroffen, seht ihr? Das ist cool. Okay, das ist geil, dass es auch in die Richtung geht. Tja. Das ist, ey, muss ich wirklich sagen, also bisher Spielspaß ganz weit oben. Das spielt sich wirklich gut. Ist absolutes Chaos. Also wirklich, es ist 0,0 konzentriert. Aber es gibt mir so ein bisschen Mario Kart Vibes, was ich aber positiv finde. Das ist nur positiv gemeint. Es ist komplett Chaos und over the top mit den Power-Ups und allem. Und ich muss noch ein bisschen reinkommen, weil ich komplett noch überfordert bin. Aber der Spaß ist schon mal ganz weit oben mit dabei. So, wir haben Hauser als P59 Geländewagen. Ach, das ist ein Offroad-Fahrzeug. Ach, guck mal an, gewonnen. Na gut, nice. Und Energieboost, ein Extra. Und Chip Hauser besiegt. Tja, das will Mami nicht freuen. Bin ich ehrlich, die wird sehr traurig sein, glaube ich. Die wird, glaube ich, sehr traurig sein, dass wir gegen Chip Hauser keinen Laser, Edelstein, Vitaminbomber, Digitelle, Bingo und Dickschädel gewonnen haben. Tja. Aber wir haben noch ein bisschen mehr zu tun haben hier in diesem wunderbaren Gebiet, vermute ich. So, eine weitere Flagge haben wir damit. Sehr schön. Und ein Level Up. Ein Levelaufstieg. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber das wird mir das Spiel sicher erklären. Oh, so ein Mist. Du hast gewonnen. Also kriegst du meine Zielflagge, oder? So läuft das, glaube ich. Pass gut drauf auf, ja? Sie ist frisch gewaschen. Nein, ist sie nicht. Und ein Lügen ist er also auch noch. Okay, gut zu wissen. So einer ist er also. Vielleicht sollte ich es mal mit diesem Bemühen versuchen, das mir immer alle empfehlen. Nee. Kommst du heute? Komm ich nicht heute, komm ich morgen. Das ist eine gute Attitüde. Du hast deinen ersten Rivalen besiegt. Nicht das gleiche wie mich zu besiegen, aber du hast eine Flagge. Doch, es war schwieriger Klatsch, muss ich wirklich sagen. Ich füge diese Zielflagge deiner Sammlung hinzu. Sie ist sehr hübsch und bringt dich einen Schritt näher an die Qualifikation für die sandsteinweiten Grand Prix Arena. Junge, das Schwein hat vorne rechts aber auch richtig Bock, Junge. Ich habe noch keinen mich so selber einen Sieg von mir freuen sehen, wie dieses Schweinchen drüben hat. Gib alles, Bester. Du musst erst noch etwas Erfahrung sammeln, um mit deinem nächsten Mann die Wahl halten zu können. Es ist an der Zeit, EP zu sammeln und dein Level zu erhöhen. Finde zwischendurch Events, Missionen und Herausforderungen, indem du die Welt erkundest. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Ich habe die nächsten beiden Rennen auf deiner Karte markiert. Das zum Freischalten eines Rennens benötigte Level wird auf dem Rennsymbol angezeigt. Du siehst dein aktuelles Level in der EP-Anzeige oben rechts in der Weltkarte. Alles verstanden? Toll! Dann mal los! Okay, also wir haben verschiedene. Ich fahre hier gerade mal kurz weg. Erstmal geht die Tante mit ihrem Papa das Schweinchen geht mit ihm rumgeklatscht, ein bisschen auf dem Sack. Also wir haben verschiedene Rennen. Ja, die müssen wir jetzt halt mit Leveln erst freischalten. Die sind Level 4. Heißt, wir müssen hier so ein paar Nebendurchaktivitäten auf jeden Fall angehen und auch ein paar Missionen machen. Wir haben gesehen, hier schon damals auch eine Sprechblase im Kopf. Da werden wir doch da einfach mal in der nächsten Folge mal vorbeischauen. Aber was wir auch machen werden, ich werde hier mal in die Werkstatt fahren. Nächste Folge als erstes. Und dann werden wir mal gucken, ob wir ein Auto bauen dürfen. Ich weiß nicht, ob wir schon dürfen. Meistens gibt es ein Tutorial für sowas, aber ich versuche einfach immer mal wieder Spiele zu brechen und einfach Sachen zu machen, wenn ich darauf Bock habe und nicht, wann das Spiel die Reihenfolge vorgibt. wir werden es mal ausprobieren. Aber, wenn euch die erste Folge gefallen hat, lasst uns gerne auf jeden Fall gerne einen Daumen rum da. Ich habe riesig Bock auf dieses Let's Play, aber bisher muss ich sagen, ich habe Spaß. Es fährt sich wirklich gut. Also, es macht wirklich Laune. Es ist ein schöner Arcade-Racer. Immer her damit. Ey, davon gibt's viel zu wenige. Also, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Bin ich ehrlich. Ich bin da sehr ausgedürrt. Dementsprechend, wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen oben da. Wir sind in der nächsten Folge hier bei Lego 2 Crate Drive wieder. Haut rein, bis dann und tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about.
Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put